Sie sagten wir, ich sehe sonst niemand arbeiten. Mein Hilfsarbeiter Alphonse schnarcht im Lastwagen wie eine Kettensäge. Warum hilft er Ihnen nicht? Er ist krankgeschrieben. Er ist klinisch seismophobisch. Das steht auf dem Attest vom Arzt. Er hat Angst vor Erdbeben? Genau, Monsieur. Und Sie glauben das? Einem Stück Papier kann man wohl nicht widersprechen, oder? Und wie ist dieser Alphonse bei Ihnen gelandet? Durch die Quotenregelung. Wir müssen jedes Jahr eine bestimmte Menge feiger Idioten anheuern. Ich überlege gerade, der Gullideckelschlüssel, den Sie da haben. Nein. Ich habe noch gar nichts gefragt. Aber Sie hatten es vor. Sie stehen auf die Kanalisation, stimmt's? Naja, vielleicht, aber... Bei unserem letzten Treffen ist mein alter Gullideckelschlüssel verschwunden. Hey, aber vergessen Sie nicht, ich habe Ihnen damals den Siegernamen gegeben. Das stimmt. Wenn Sie mir noch einen Sieger sagen, lasse ich Sie an meine Werkzeugtasche. Aus der Traum. Ich musste mir etwas anderes ausdenken, um ihn zu bekommen. Aber wir wissen ja jetzt einiges. Nein, ich wollte ihn nicht anschnallen. Da bin ich wieder. So, George. Danke. Es war der Kompressor zum Antrieb des Presslufthammers. Ich schwör's bei allen. Okay. Hey, Alphonse, was machst du denn da, du Idiot? Als der Arbeiter gerade wegschaute, lieh ich mir seinen Gullideckelschlüssel aus. Komisch, immer wenn ich die Welt rette, werde ich zum Kleptomanen. Hör zu, Alphonse. Ich will mich nicht mit dir streiten. Sorg dafür, dass das nicht nochmal passiert, ja? Okay. Wie wär's eigentlich? Können wir hier... Wir können doch irgendwie mit dem... Wir können irgendwie Erdbeben spielen. Aber frag mich nicht mehr, wie das war. So. Gullideckelschlüssel? Mit... Wir haben da noch ein Seil. Komm. Seil mit Gummideckelschlüssel. Das ist wohl zu wenig. Gut, dann müssen wir uns echt was neu... Oder warte mal. Kommen wir hier nicht? Mit kaum spürbarer Nostalgie machte ich mich auf einen erneuten intimen Kontakt mit der Pariser Kanalisation gefasst. Ich glaube, der ist nicht so glücklich damit. Komm schon, du Miststück! Unverständlich. Genau diesen Gullideckel hatte ich früher ohne weiteres angehoben. Vielleicht war ich nicht mehr in Form. Hey, Monsieur. Ist das zufällig mein Gullideckelschlüssel? Nein, überhaupt nicht. Sie tragen also immer einen mit sich rum. Ja, aber selbstverständlich. Ja, Sie etwa nicht? Sicher, Sie vergeuden sowieso nur Ihre Zeit. Dieser Deckel wurde vor Jahren während der großen Gulli-Panik zugeschweißt. Na toll. Um diesen Deckel zu heben, brauchte man mehr als bloße Muskelkraft. Ich habe eine Idee. Aber um diese Idee auszuführen, müsste ich jetzt noch irgendwas anderes finden. Deshalb gucken wir uns hier mal weiter um. Ah, guckst du an. Da drüben. Na, wer sitzt denn da, meine Lieben? Kennt ihr das nicht noch? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier hochkommen. Aber wir kommen hier irgendwo hoch. Ich erinnere mich dran. Da? War das hier? Oder? Ach, komm. Was da hinten? Warte mal. Da hinten vielleicht? Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen improvisieren. Da. Und zwar klettern wir mal hoch. Und ich glaube, dann klettern wir hier die Leiter hoch. Jetzt gehen wir mal ganz gemütlich hier rüber. Und hopp! Hey! Wie, was, ich? Was machen Sie da oben? Ich genieße die Aussicht. Von hier kann ich direkt in Ihr Pissoir sehen. Sie Perversling! Kommen Sie sofort runter, sonst rufe ich die Polizei! Schon gut, ich komme. Ach, Menno. Gut, das wird nix. Dann müssen wir wohl mit dieser komischen Frau da reden, die wir übrigens schon kennen.
Das ist diese nette Lady. Tag, wie geht's Ihnen? Ich lebe, Gott sei Dank. Ich kenne das Gefühl. Schöne Aussicht auf den Plasmofosso haben Sie hier. Was ist die Aussicht wert, wenn mich das Leben nur beschwert? Hey, gehören Sie etwa zu diesen verrückten Althippie-Straßendichtern? Reden Sie keinen Unsinn, Monsieur. Ich kümmere mich um ein Pissoir. Und was hat sie denn zu Flobatsch zu sagen? Kennen Sie diesen Straßenarbeiter dort? Bäh, dieser Hund. Andauernd kommt er angewalzt, um meine Einrichtung zu benutzen. Ist Ihre, Einrichtung denn nicht dazu da? Selbstverständlich. Aber dieser Genuss ist ungehörig. Was meinen Sie mit Genuss? Er pfeift, er seufzt, er spuckt und er schüttelt sich. Er schüttelt sich? Er schüttelt sich. Schamlos. Das ist bedenklich. Eine Schande für das ganze Land. So weit würde ich nicht gehen. Ich meine, es ist nur ein Pissoir, keine Kathedrale. Puh, Männer, ihr seid alle gleich. Wenn ihr euch nicht gerade schüttelt, dann schaut ihr euch Fußball an. Pfui. Mit ihr würde ich es nicht leicht haben. Die Dame brauchte eine jahrelange Therapie, aber so viel Zeit hatte ich nicht. Also, was machen Sie beruflich? Ich bin Neurochirurgin. Was haben Sie gedacht? Ich dachte, Sie halten dieses Pissoir sauber. Südalo! Sie sind schlau, Monsieur. Zu schlau, um dort hineinzugehen. Und was wollen Sie damit sagen? Hä? Oh, tut mir leid. Ich hielt mich besser zurück. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die meisten Morde in Frankreich von Toilettenfrauen verübt werden. Liegt bestimmt an den Klosteinen. Ich habe einen Knoppers zugeschoben bekommen. Ich glaube, ich rede Sie nochmal auf das Pissoir an. Sind Sie stolz auf Ihre Arbeit? Dies ist das sauberste und hygienischste Pissoir von ganz Frankreich. Das verlangt sicher viel Hingabe. Und ob. Aber je mehr Sie in diesem Beruf schuften, desto mehr pinkeln die Leute auf Ihre Mühen. Das Gefühl kenne ich. Achtung, ich beiß jetzt mal genüsslich in einen Knoppers. Mmh. Okay. Mmh. Gibt's hier irgendwo eine Gosse? Wie? Gosse? Ja, eine gewöhnliche Gosse am Straßenrand. Ich muss schiffen, gute Frau. Schiffen? Was für Schiffe, Monsieur? Mon Dieu! Sie meinen, Sie wollen in die Gosse? Warum in aller Hygienenamen wollen Sie eine Gosse benutzen, wenn es hier ein blitzsauberes Pissoir gibt? So etwas mag in der alten Welt als sauber gelten, gute Frau. Aber ich möchte lieber in die Gosse schiffen. Das ist unerhört. Ich werde dem nachgehen. Tun Sie das. So, während sie das nachgeht, werden wir mal ganz, ganz schnell hier hochgehen. Das Problem ist, wir hätten jetzt natürlich auch noch mal hier hochgehen. Das Problem ist natürlich, wir hätten jetzt eigentlich so, darum hier lang. Und das Seil, das ist das Objekt unserer Begierde, das wollen wir haben. Man weiß nie, wann man ein Seil braucht. Und wir brauchen es auf jeden Fall. Ich will den Knopf ausbeißen. So. Jetzt guckt sie wieder doof. Und wird sich gleich beschweren. Hallo. Hoch da. Weil wir ja schon wieder in ihr Pissoir reingucken wollen. Hey, Sie da oben! Oh, guten Tag. Ich lasse nicht zu, dass ein Spanner meine Kunden während ihres Geschäfts angafft. Moment mal, ich gaffe niemanden an. Wollen Sie das der Polizei erklären? Lieber nicht. Ich komme runter. Naja, wir tun ihr nochmal den Gefallen und gucken und gehen nochmal auf ihr Pissoir. Jetzt die Hände waschen. Okay. Also sie ist da sehr streng, aber ich habe mich hier hinten noch gar nicht umgeholt. Ich meine, kann ich es auch gar nicht mehr... Ach doch, hier, das könnte ich noch... Das gucke ich mir mal an. Es war ein sauberes, gut gepflegtes Pissoir. Okay, die anderen können wir uns nicht angucken und sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ich meine mich daran zu erinnern, dass man hier auch was finden kann. So, siehst du? Sehen Sie? Da bin ich wieder.
Ein Pissoir ist eine unschätzbare Hilfe, wenn man... aber was nützt das, wenn... Sie wissen schon... Dafür müssen Sie sich eine andere Einrichtung suchen, Monsieur. Wie Sie sehen, wurden die Toiletten vom Erdbeben beschädigt. Okay, Toiletten gibt's hier nicht. Oh. Eines Tages würde ich erleben, dass dieser Springbrunnen funktionierte. Aber heute nicht. Ich konnte mit dem Springbrunnen nichts weiter anfangen, außer ihn zu bewundern. Oh. Wir bewundern einen Springbrunnen. Gut, dann werden wir jetzt mal uns überlegen. Jetzt haben wir ein Stück Seil. Und das können wir jetzt Gott sei Dank hier dran befestigen. Und jetzt können wir hier ein bisschen rumspielen. Ich hatte rumspielen. Nicht genug Kraft, um den Deckel zu heben. Aber ich hatte eine Idee. Ich mag die Idee. Hey, was machen Sie da? Ich bereite nur etwas vor. Es wird Ihnen gefallen. Sie haben den Wagen verankert. Ich stelle Ihnen eine hypothetische Frage. Ihr Fahrer... Alphonse, verdammt soll er sein. ...hat Angst vor Erdbeben, stimmt's? Was würde er tun, wenn jetzt ein Erdbeben käme? Er würde den Wagen starten und losrasen wie ein... Ah! Richtig, mit einem Gullideckel als Anhänger. Dafür würde man ihn ewig auslachen. Wäre das schlimm? Nein, genau das gefällt mir an Ihrem verrückten Plan. So, dann lasst uns mal Erdbeben spielen. Erdbeben, Erdbeben! Was? Erdbeben? Wunderbar! Ich weiß nicht, was ich der Versicherung melden soll, Monsieur, aber das war's wert. Anscheinend war es mein Lebenszweck, Glück unter den Menschen auszusehen. Doch im Moment rief die Kanalisation. Okay. Dann wollen wir mal. Und gleich habe ich den Knoblauch auch aufgegessen. Die Mauer war gut gebaut und sehr solide. Mist. Ich ließ den uralten Torbogen in Ruhe. Mist. Ich konnte nichts mit dem antiken Torbogen anfangen. Jedenfalls nichts, das nicht jeden Archäologen auf die Palme gebracht hätte. Mist. Aha. Aha, damit können wir doch es was anfangen. Es war mir zuwider, meine Hand in den Mund des Schädels zu stecken. Aber warum stellte ich mich so an? Er konnte mich höchstens verstümmeln. Keine Klinge hackte mir die Hand ab. Und keine Spinne biss zu. Für beides war ich dankbar. Aber ich fand nichts, was mir weiterhalf. Okay. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Probieren. Der Mund des Schädels hatte die gleiche Form wie der Steinzylinder. Weil den Steinzylinder haben wir ja schließlich bekommen von den Leuten. Allmählich konnte ich wirklich ein Buch über Geheimtüren schreiben. Dann wollen wir mal reingehen. So, hier gibt es auch wieder Rätsel, die mir persönlich sehr gut gefallen. Deshalb werden wir jetzt mal ganz vorsichtig hier langlaufen. Wo geht's da lang? Och, Mensch. Oh Gott, hier war etwas wirklich Schlimmes passiert. Ja. Eine Blutspur führte um die Ecke. Okay, wir gucken erstmal nach, was der Gang gerade ausgebracht hätte. Okay. Die Tür stand ein Stück offen. Ich hörte Stimmen. Es waren Susarros Männer und sie hatten einen Hund mitgebracht. Hast du was gehört? Nö. Wie lange müssen wir hier noch bleiben? Hat der Boss doch gesagt, bis alles vorbei ist. Oder bis dieser Ami auftaucht und wir ihn umlegen. Ja,
Kannst dir ja vorstellen, was mir lieber wäre. Ja, mir auch. Ich kann den Typ nie ausstehen. Na, das ist nichts Besonderes. Du kannst niemand ausstehen. Das stimmt allerdings. Sie durften mich auf keinen Fall entdecken. Wenn ich durch die Tür ging, würden sie mich erwischen. Okay, die Tür ist also gar keine Option. Okay, die Tür ist also überhaupt keine Option. Dann hauen wir hier wieder ab. Und folgen mal diesem Gang mit dieser Blutlache. Wir gucken uns am besten die Blutlache nochmal an. Aber da vorne ist wieder dieses nette Indizien, das Schwert mit dem Blitz. Ganz interessant. Aber wir folgen jetzt mal diesem Blutlachengang hier. Das gucken wir uns nochmal an. Das wollte ich nicht an meinen Fingern haben. Aber in deinen Schuhen auf jeden Fall. Gut, dann laufen wir mal durch und hinterlassen keine Spuren. Und uiuiui, hier wird jemand, also hier läuft auf jeden Fall jemand sehr, sehr...